Die Haare Aber was vom Kopf mega. her waren nicht so schlimm. Also schon auch traurig und schlimm, aber das Schlimmste ist wirklich Wimpern und Augenbrauen. Man sieht wirklich denn auch wirklich Perfekt. sofort krank aus. Du bist sowieso krank, das weiß man. Aber jeder Blick ins Spiegel, das ist wirklich, du bist sterbenskrank. Bianca hat zum zweiten Mal Krebs, Okay. diesmal unheilbar. Und ich habe Die jetzt eine Metastasen haben in Empfehlung, Knochen wenn und ich Organe weiß, gestreut. wo das ist. Ältere Maria Jureta will ihr Frauen heute neue mit Augenbrauen schenken. Sie misst Biancas Gesichtskonturen aus für eine möglichst natürliche Augenbrauenform. Die Mainzer Kosmetikerin hat früher als medizinische Fachangestellte gearbeitet. Der Blick auf die Blutwerte gehört bei ihrer Behandlung dazu. Wenn die Leukozyten unter 1000 sind, ist es auf jeden Fall schwierig, weil die Kunden können sehr, sehr, sehr schnell eine Infektion entwickeln. Das sind wirklich wie rohe Eier. Und erst wenn der behandelnde Onkologe sein Okay gegeben hat, dann können wir problemlos arbeiten. Bianca will ein Stück Weiblichkeit zurückbekommen, nicht mehr bemitleidet werden. Mit feinen Klingen, übersetzt Blades, wird Maria Jureta jetzt in Biancas Haut ritzen. Vor dem Schmerz habe ich nicht so viel Bammel, aber ich bin generell aufgeregt. Und dann natürlich das Ergebnis. Also man ist so mit allem so. Bup, 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 bup. Ich konnte gar nicht schlafen. Ich war bis heute Nacht um 2:30 locker wach. Let's go. Also, keine Angst. Durch Pigmentfarbe in den feinen Hautrissen entsteht die Illusion von Augenbrauenhärchen. Die oberste Hautschicht, die Epidermis, ist so dick wie ein Blatt Papier. Das heißt, ich gehe nicht tiefer rein. Das brauche ich gar nicht. Ich bleibe in der Hautoberfläche. 6 Jahre lang hat Maria Jureta an der Onkologie der Unimedizin Mainz gearbeitet, bis ihr das emotional zu viel wurde. Das Schicksal der Krebspatientinnen hat sie aber nicht losgelassen. Mit der Behandlung in ihrem Kosmetiksalon will sie den Frauen ein Stück Selbstwertgefühl zurückgeben. Sehr schön. Die Psyche wird gestärkt. Und wenn die Psyche gestärkt ist, dann fühlen wir uns auch körperlich viel stärker. Weil wenn man am Boden zerstört ist, es tut alles weh. Man fühlt sich so matt. Und wenn die Psyche intakt ist, dann, ich finde, ist das so ein Ansporn auch für die Genesung, dass es dann einfach schneller in eine bestimmte Richtung geht, natürlich in die beste Richtung. Die Augenbrauen, die Maria Jureta über 2 Stunden lang vorsichtig eingeritzt hat, sind kostenlos für Bianca. Normalerweise kostet das Microblading mit Nachbehandlung 450 Euro. Und dieser Moment, wenn die Kundin das sieht, das ist so für mich jedes Mal so Gänsehaut pur. Ja. So. Das macht mich jetzt auch noch böse. 3, 2, 1. Wow. Es sieht richtig echt aus, ne? Meine Liebe. Maria Jureta hat Krebspatientin Bianca mit dem Microblading nicht nur Augenbrauen geschenkt, sondern auch etwas mehr Zuversicht in dieser schwierigen Zeit. Oh.